daraufhin sieht es einigermaßen brauchbar aus. Jawohl, also weiter geht's. Ja, auf jeden Fall, da wurde die Kreditverhandlung verschoben. Mein Anwalt sagte schon, das ist scheiße, das müssen wir jetzt aber in den nächsten 3 Wochen hinbekommen. Weil sonst ist diese Verhandlung, die jetzt gestartet ist, nichtig. Ja, die verfällt nach 3 Wochen. Okay. Also wenn du eine Verhandlung verschiebst, hast du maximal 3 Wochen Zeit, dieselbe Verhandlung weiterzuführen. Ansonsten gibt es eine neue. Außer es gibt einen vom Richter festgesetzten Termin in einem halben Jahr, dann ist es okay. Nein, das ist dann auch wieder eine neue Verhandlung. Das heißt, jeder Zeuge muss neu aussagen. Ah, okay. Ja, so. Und dann war es aber sehr lustig. Dann habe ich zu meinem Anwalt gesagt, weil der Polizist hat das Gerichtsgebäude immer noch nicht verlassen. Der saß da immer noch. Besucher. Ja? In der Besucherei, ja. Also der Herr... XY von der GTÜ aus Dortmund hat seine Aussage gemacht. Die Prüfer aus Versmold von der GTÜ haben die Aussage gemacht. Und der Polizist blieb die ganze Zeit. Er hat sich alles mit aufs Brot schmieren lassen, hat immer wieder dazwischen gerufen. Da hat mein Anwalt noch gefragt, ob er ihm noch was zu sagen hätte. Nee, er ist ruhig geblieben und dann. Ja. Auf jeden Fall, da wurde die Verhandlung verschoben. Mein Anwalt und ich, wir verlassen das Gerichtsgebäude. Im gleichen Zuge geht der Prüfer mit dem Polizist auf. Im gleichen Zuge. Und dann sage ich unten zu meinem Anwalt, wo wir noch eine geraucht haben, sage ich, ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Sagt mein Anwalt, wieso? Was ist denn los? Wir waren noch gerade vor Gericht. Ich sage, ich habe das Gefühl, dass ich heute mit dem Auto nicht nach Hause komme. Sagt er, ach Quatsch. Sagt er, wir kommen jetzt gerade vom Gericht, wir fahren jetzt chillig nach Hause und dann ist gut. Ne? Dann warten wir auf in 3 Wochen und dann klären wir das weiter. Genau. Ja, ich setze mich ins Auto, sage zu meinem Anwalt vorher noch, bitte fahr mir so lange hinterher, bis sich auf der Autobahn unsere Wege trennen. Mache ich, kein Problem. Wir fahren los, keine 1000 Meter vom Gericht, springen mit dem Polizist vors Auto. Ich muss so in den Anker gehen, dass bei mir die Warnblinkeranlage angeht. Also ich musste schon mal... Ein Anwalt bestätigt, der hinter dem kommt. Genau, ja. Also bei ihm ist das ja auch alles passiert mit Warnblinker und so. Also das war schon eigentlich ein gefährlicher Einblick in die Straße. Kennen wir ja aus der Story Dresden. Ne? Aber das wird sich jetzt ja alles noch weiter entwickeln, da das Verfahren immer noch nicht geschlossen ist. Es ist immer noch geöffnet. Wie lange ist es jetzt her? Das war der 23.08.2019. So, auf jeden Fall, der Polizist sagte dann sofort Führerschein, Fahrzeugschein, nachdem er mich in so eine Seitenstraße gezogen hat. Ne? Also, wie gesagt, auf die Hauptstraße reingesprungen. Aber war ein neuer Polizist, Polizist, sich in die Geschichte mit einbringen genau, wollte. Genau, genau. Auf jeden Fall, ja, dann bin ich in die Seitenstraße gefahren, Führerschein, Fahrzeugschein, gebe ich beide Klamotten in die Hand. Sag ich, worum geht's denn? Ja, ich habe gesehen, an diesem Fahrzeug ist ziemlich viel umgebaut. Ich sagte, ja, was ist denn umgebaut an dem Fahrzeug? Guckte den Fahrzeugschein und sagte, sehen Sie, hier ist doch ein Luftfahrwerk drin. Da sag ich, ja, was ist denn noch umgebaut? Dann sagt er, ja, ansonsten ist das ja ein ganz normaler Passat. Also wir sprechen hier von einem Golf 7 Variant. Und dann sagt er mir, in seinem vorigen Job war er Kfz-Meister. Da sagte ich zu ihm, jetzt weiß ich auch, ob das nicht mehr sind. Ja. Also war total lustig. Dann sagt er, ja, ich möchte Ihr Auto kontrollieren. Ich sage, Moment, das ist mein Rechtsbeistand. Mit dem reden Sie, ich sage jetzt gar nichts und mehr. Und wir kommen gerade vom Gericht. Genau, genau. Auf jeden Fall habe ich gesagt, das ist mein Rechtsbeistand. Ich enthalte mich meiner Stimme, ich sage da nichts mehr zu. Ja, mein Anwalt stellt sich vor und sagt, oh, wenn das jetzt ein Rechtsbeistand ist und alleine darf ich da nicht tätig werden, dann brauche ich Verstärkung. Und jetzt rate mal, welcher Polizist als Verstärkung gekommen ist. Der Besucher von der Gerichtsverhandlung. Genau, der vorher eine Aussage gemacht hat und das hat keine 2 Minuten gedauert. So, dann muss also der hat sich ernsthaft, man muss es jetzt ja mal hinterfragen, der Polizist, wegen dem du eigentlich mit vor Gericht gezogen bist im Gesamtpaket, gibt sich jetzt nochmal die Blöße und will dir nochmal den Finger in den Arsch stecken, auf Deutsch gesagt. Genau, genau. Der will mir nochmal ins Bein pissen. Ja? So, auf jeden Fall, ja, dann stehen die beiden da und ich muss das Fahrzeug wieder ablassen. Ich musste das Fahrzeug wieder vor den beiden Polizisten ablassen. Und darüber wurde ja im Gericht auch schon gesprochen, genau, dass es Bullshit ist. Genau, so. Und dann sagte mein Anwalt, ja, jetzt wäre ja eigentlich die Untersuchung hier beendet, da wir ja das Fahrzeug wieder im Ist-Zustand verstellt haben. Nee, das dürften Sie. Und da habe ich gesagt, das hatten wir eben im Gericht, dass es nicht dürfen. Sie dürfen das Fahrzeug nur so vorführen, wie Sie es vorgefunden haben und nicht anders. Ja. War ihm auf jeden Fall egal. Er sagte, ich habe Bauchschmerzen. Wenn, dann Sie fahren hinterher oder wir lassen das Ding abschleppen. Fertig, Punkt aus. Da war wieder Feier. Also gleiche Nummer eigentlich? Gleiche wieder. Nummer wie beim ersten Mal. Ja. Sagt mein Anwalt, fahr hin, ich fahre hinterher, ich bleibe bei dir. Ich unterstütze dich heute. Ich will mir das angucken. Sag, ist ja Nummer. Auch mal nicht so schlecht, wenn man mal bei so einer Nummer einen Anwalt dabei ist. Ich sag, coole Nummer auf jeden Fall, dass er mitkommt. Ja. Wir kommen an. Es wird sich wieder brüderlich begrüßt. Ne? Man kennt sich ja schließlich, ja, in der Szene. Mein Anwalt, total perplex, sagte, was geht denn hier ab? Das funktioniert ja gar nicht.
Sagt er, das sind zwei Organisationen. Du hast einmal die Polizei, ja, die staatlich ist. Die neutral sein soll. Genau, die staatlich ist, ja, die eigentlich Freund und Helfer ist. Und dann hast du die Organisation, die dich überprüft. So, wenn da aber schon, so seine Worte, wenn da aber schon ein brüderliches Verhalten stattfindet, wie soll man zwei Organisationen trennen? Das funktioniert halt ja nicht. Das ist halt nicht mehr unparteiisch. Ne? Genau, das ist genau. Ja schon, ja. So, dann wurde mein Fahrzeug reingefahren, wurde untersucht. Dann kam ein Polizist raus und sagte, wir wollten hinten gerne gucken, was sie für Federwegsbegrenzer haben. Dafür müssten wir die Staubschutzhülle entfernen. Dürfen wir das? Das habe ich beneint. Und dann haben wir durchs Fenster gesehen, dass sie die mit einem Seitenschneider abgeschnitten haben. So, Sachbeschädigung. Genau, das ist Sachbeschädigung. Und da hat mein Anwalt gesagt, das dürfen sie nicht. Und dann sagte der Prüfer auf einmal, jetzt kommt's, das war der gleiche Prüfer, der eben noch ausgesagt hat. Ja. Ja, der ist auch schnell also wieder zurück. Immer die gleichen. Immer die gleichen. Der ist auf jeden Fall auch wieder schnell zurück in seine Firma und hat mich dann wieder geprüft. Das zweite Mal. Also, ich muss da jetzt nochmal einlenken. Es ist ja schon abenteuerlich Teil 1 der Geschichte. Polizei hält an, findet Auto scheiße, ab zur Prüfstelle, Prüfstelle findet scheiße, du sagst, hey, ist alles cool, regelst es, gehst vor Gericht, pipapo. Und unmittelbar danach treffen sich alle drei Parteien wieder und fangen an, die komplette Story von null nochmal neu aufzurollen, obwohl gerade noch ein laufendes Verfahren eigentlich genau wegen dieser Konstellation stattfindet. Genau. Wie bescheuert muss man sein, sich dem nochmal auszusetzen. Egal, ob das jetzt der Prüfer war oder der Polizist. Und du hast es ja als Dritter am wenigsten gewollt, dass die Scheiße nochmal von vorne anfängt. Aber das ist ja schon vorsätzlich doof. Zum Glück sind die 28 noch nicht ganz so weit im Stand wie wir. Ja. Ja? Vielleicht ist da so ein bisschen Unüberlegung dabei. Ja, Jugendlicher Leichtsinn. Genau, dass man da noch viele andere Verfahren für aufmachen kann, was ich ja auch gemacht habe. Ja? Aber das endet doch mit Disziplinarverfahren, mit dem und dem. Das macht doch denen später keinen Spaß, oder? Disziplinarverfahren, das ist das kleinste Problem. Also wir haben ja schon mal den Vorwurf Siegelbruch im Raum stehen. Ja. Wir haben den Vorwurf Verleumdung im Raum stehen. So, dazu könnten wir noch den Vorwurf der Bestechung in den Raum stellen. Weil mit Geld und Freunden kriege ich ja alles eingetragen. Das heißt ja, er macht... Scheinen die vielleicht auch so zu arbeiten. Gibt mir die Verleumdung, ja. Der Kollege, der mir das aber eingetragen hat und etc., wo ich ja auch beim TÜV war und ich habe das Fahrzeug dort alleine gelassen und habe danach das abgeholt, ja, den wirft er ja vor des Betruges. Ja. Ja? Das ist ja nochmal so eine... Das ist ja auch so Amtsmissbrauch. Genau. So, naja, auf jeden Fall. Dann kommt der Polizist raus, sagt, ja, das Fahrzeug ist stillgelegt. Ich gucke so auf die Uhr, wir hatten schon nach 18 Uhr. Ich sage, aber wie können Sie das denn jetzt beurteilen? Ich sage, wenn da ja Mängel dran wären, dann würde ich jetzt ja eine Mängelkarte bekommen. Sagt der Straßenverkehrsamt zu. Sie können das nicht entscheiden, ob mein Fahrzeug stillgelegt wird. Die Weiterfahrt ist hier untersagt. Ich sage, das ist ein anderes Thema. Das ist okay. So. Genau. So, dann bin ich wieder vorne hin zu dem alten Händler, habe gefragt, du, kann ich mein Auto da parken? Ich sage, heute oder morgen hole ich das ab. Ja, wäre okay, weil du darfst nicht auf dem Betriebsgelände stehen. Das ist geil. Genau, so. Und vorne vor fährt so eine Hauptstraße, ja, was ich gar nicht so schön finde, da mein Auto immer in der Garage steht. Ja, klar, hat keiner Bock drauf. So, auf jeden Fall, das hintere Kennzeichen war geschraubt, weil da halt TÜV-Siegel und alles drauf ist. Das habe ich fest angebracht, vorne war magnetisch. Da habe ich das vorne, das magnetische Kennzeichen, ins Auto gepackt, Auto zu, abgeschlossen. So, dann habe ich das zwei Tage später abgeholt. Ich habe ja meinen Fahrzeugschein, Gottes zum Glück, von den Polizisten ausgehändigt bekommen. Was ja auch nicht gang und gäbe ist. Hätte er nicht machen müssen und auch nicht dürfen im Nachhinein. Weil eine Stilllegung ist nur dann rechtens, wenn er die Papiere einbehält. So, auf jeden Fall sagte mein Anwalt, ja, die Kreissiegel, die dürfen Sie jetzt ja nicht entfernen. Und Sie dürfen ja auch nur an das Fahrzeug, wenn mein Mandant dabei ist. Naja, wie gesagt, zwei Tage später, ich komme hin mit dem Trailer, jetzt lege ich meine Auto vor. Kreissiegel und TÜV-Stempel müssen wieder entfernt. Beides abgekratzt. Ich war nicht dabei. Also das heißt, er ist wieder an mein Fahrzeug gegangen, hat wieder was an mein Fahrzeug verändert, was er nicht darf. Das darf er machen, wenn ich dabei bin, aber nicht so. Naja, habe ich alles meinem Anwalt gesagt. Ich sage, so und so, sagt er, ja, das kriegen wir alles noch hin. Ja, dann bin ich wieder nach Gütersloh zum Straßenverkehrsamt, weil ich musste mein Fahrzeug ja zulassen und die Kreissiegel gehen ja alle über dem Scanner. Das heißt, der Kreissiegel, der jetzt ja vorne noch vorhanden war, ist ungültig. Ja. So, und dann habe ich mit dem Verkehrsleiter gesprochen in Gütersloh vom Straßenverkehrsamt. Ich habe ihm die ganze Situation auch mal so geschildert wie dir auch. Und da sagte er, wenn du ein Schreiben haben möchtest, weil ich, sagt er, ich finde, das ist eine reine Willkür, was da gerade gegen sie passiert.
Ich musste, sagte der Herr vom Straßenverkehrsamt. Der Leiter vom Straßenverkehrsamt. Ich musste noch nicht mal irgendeine Zahlung leisten beim Straßenverkehrsamt, weil er gesagt hat, das machen wir so. Ja, weil es Blödsinn ist. Genau, weil eigentlich kostet das knapp 30 Euro. Sagt er, ich stehe da voll hinter Ihnen, wenn Sie ein Schreiben brauchen zur Akte, füge ich gerne bei. Weil so wie Sie mir das erklärt haben und so wie ich das jetzt aus Dortmund alles, sagt er, irgendwas passt da nicht. Und nicht zweimal. Ja. Und die gleichen Beteiligten. Genau. So. Auf jeden Fall, genau, die gleichen Beteiligten. Das ist das Nächste. Das kommt ja noch dazu. So, dann bin ich, nachdem ich mein Fahrzeug wieder zugelassen habe, 3 Tage nach der Stilllegung, dazu gesagt. Wie gesagt, ich bin wieder zum TÜV. Dieses Mal wieder zu einem anderen TÜV-Unternehmen. Weil nachher heißt das, ich bin befangen mit dem. Ja, ja. Ne? Also du wolltest so maximale Neutralität schaffen. Genau, also bin ich zum anderen TÜV-Unternehmen gefahren, zwar der gleichen Organisation, aber in einem anderen Kreis. Ja. Um zu sagen, okay, an dem Fahrzeug ist alles in Ordnung. War alles in Ordnung, ich habe meinen TÜV bekommen. Ja, so, dann setze ich mich mit meinem Anwalt zusammen und sage, was können wir denn da machen? Ich sage, das ist schon, also ein Zufall gibt's, aber gibt's auch 4, 5, 6 Zufälle an einem Tag? Da sagt er, ja wie? Ich sag, Zufall 1, der Polizist ist sitzen geblieben. Ich sag, Zufall 2, beide 28, beide wohnen auf den Dortmund. Ich sag, Zufall 3, dass der Polizist noch dazukommt, der eben mit dem Gerichtssaal saß. Ich sag, Zufall 4, dass der Prüfer, der eben ausgesagt hat, dass an meinem Auto alles scheiße ist, schon wieder auf der Arbeit ist und mich schon wieder stilllegt. Ich sag, irgendwo... Ja. Ja, dann ist mein Anwalt hingegangen und hat gesagt, ich mache einen Befangenheitsantrag. Ich finde, die Jungs, die arbeiten zusammen, das dürfen die nicht, weil es halt verschiedene Organisationen sind. Ja, ja, muss neutral bleiben. Ja, sagt er, wir kommen gerade vom Gericht. Ja, die Richterin war jetzt leider verhindert. Sie war noch im nächsten Termin, sonst hätte mein Anwalt sofort angerufen, hat gesagt, hier so und so. Ja, auf jeden Fall, dann wurde das alles vorgelegt beim Gericht schriftlich. Die Richterin ist auf unserer Seite. Die hat beide Gutachten, die dort in Dortmund gefertigt worden sind, hat sie rausgestrichen und hat gesagt, das ist kein Bestandteil mehr. Weil sie sagt, okay, der Befangenheitsantrag ist auch durch. Sie geht auch davon aus, weil ich habe viele, viele Beweise geliefert. Rezession von der Bude und. Eine andere Kfz-Bude hat gepostet, ganz groß bei Facebook. Ne? Keine Ahnung, vom DB-Messen und. Einen Golf 7 eher stilllegen, ein Serienfahrzeug, weil er angeblich 7 dB zu laut ist und nach ordentlicher Messung 3 dB zu leise ist. Also wurde einfach scheiße gemessen. Genau, genau. Und hin und her, es wurde gemessen und gemacht und getan und das war irgendwie alles scheiße. Ja, das war alles scheiße, man gibt 2.500 Euro TÜV-Gebühren aus, ja, um die ganze Scheiße eintragen zu lassen. Ah, ja. Und dann steht da so einer, ja, wo du denkst, Alter, zieh doch erstmal die Pampers aus und werd erwachsen, bevor du sowas abnimmst. Ja? Ist ja geil, die dürfen keine 21er-Eintragung machen, aber dürfen sie stilllegen und anzweifeln. Ja. Verstehe ich nicht. Fehlt irgendwo von Anfang an die Grundkompetenz, genau, und die Zertifizierung, es machen zu dürfen, aber anzweifeln ist geil. Ja. Nur mal läuft noch, also Verfahren läuft noch. Ja, das also gibt es noch kein Ergebnis. Nein, wie gesagt, ich habe das Fahrzeug jetzt verkauft. Okay. Ja, und das Gute ist, das hat eine Dame gekauft. Also eine Frau. Ja. Ja? Die war jetzt bei derselben Organisation zum TÜV. Und jetzt stell dir mal vor, was sie gekriegt hat. HU ohne Mängel. HU, AU ohne Mängel. Bei der gleichen Organisation, wo ich sonst auch die ganze Zeit war. Nur wieder ein paar Dörfer weiter. Ja, ja? Ja, das habe ich jetzt alles meinem Anwalt auch gegeben, weil die Richterin wollte jetzt, dass ich mit dem Fahrzeug zu einem Unfallingenieur fahre und das dort nochmal vorführe. Aber was hat ein Unfallingenieur oder ein Unfallsachverständiger damit zu tun? Das habe ich mich auch gefragt und daraufhin hat mein Anwalt das abgelehnt und hat gesagt, nee, das machen wir nicht, weil ich möchte jetzt gerne, dass an diesem Fahrzeug ein sachkundiger Prüfer dran geht, ja, der spezialisiert ist auf Luftfahrwerk. Würde es angeblich nicht geben. So ein Blödsinn. Ja. Also wir alle wissen, dass es solche Sachverständigen gibt. Wir können ja hier mal ganz kurz und knackig auch den Heiner mit ins Spiel bringen. Ja. Das ist ja so die Tuning-TÜV-Koryphäe. Und er bildet ja, schult ja auch andere Sachverständigen aus im Bereich Tuning. Das heißt, die Aussage ist ja Humbug, dass es keinen gibt, der sich mit Luftfahrwerken auskennt. Genau. Luftfahrwerke sind seit so vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Tuning-Szene. Und wenn die Polizei da keinen Plan hat oder irgendein Sachverständiger, dann hat der vielleicht von Wohnmobilen oder Oldtimern einen Plan, aber die Aussage, es gibt keine Spezialisten dafür, ist halt völliger Bullshit. Genau, genau. Das ist einfach gesagt, es gibt keinen Spezialisten, kleinen, schnellen Weg. Ja. Hauptsache, wir kriegen unser Geld, du kriegst deine Punkte und schön ist. So, aber das wird nicht der Fall sein, weil ich das Fahrzeug jetzt ja veräußert habe. Wie gesagt, der TÜV-Bericht liegt vor der neue. Das heißt, es war wieder ein Kfz-Sachverständiger dabei.
und hat gesagt, das Fahrzeug ist aber in Ordnung. Ja. So, jetzt haben wir das beim Gericht wieder vorgelegt. Als erneuten Beweis? Als erneuten Beweis, genau, dass das Fahrzeug jetzt ja seit dem ersten TÜV, den ich ja gemacht habe, 3 Wochen später still, sind 2 Jahre ja schon vergangen. Ja. Das heißt, er muss ja wieder zum TÜV. Ja. Weil eine Stilllegung heißt nicht, du bekommst gleich einen neuen TÜV. Nein, du bezahlst einfach nur. Ja, das ist so ein Zwischending. Genau. Also so um Geld geparkt. Wenn ich jetzt rechne, allen drum und dran, bin ich jetzt knapp 6 Scheine los. Kann man sich aber wiederholen. Kann man sich wiederholen, klar. Ne, dann hat man ja immer noch die anderen paar Sachen, die man auch noch mit einfügen kann, wie die Verleumdung, den Siegelbruch. Ne, und dann werden sich die Prüfer und die Polizisten auch noch mal ein bisschen umgucken. Weil es ist einfach so, jeder Bürger oder jeder Tuner, sagen wir es mal so, ja, der sagt einfach, ich habe da gar keinen Bock gegen anzugehen. Ja, ich bezahle die scheiß 600 Euro, ich nehme den Punkt, ich lasse die Karre neu zu, fertig. Nicht mit mir. Ja, das ist das Problem. Also ich denke, dadurch, dass der Prozess ja noch läuft, du hältst mich bitte auf dem Laufenden. Wir setzen uns auch gerne danach nochmal zusammen und machen ein Update. Das war jetzt auch nicht so ein typisches Video, hey, wir pissen jetzt irgendeinem Polizisten ans Bein, weil dafür sind wir ja bekannt und machen es ja gerne und unter anderem auch sehr erfolgreich. Das ist gar nicht die Idee dieses Videos gewesen, sondern es war jetzt einfach nur eine geile Story, eine laufende Nummer. Er hat uns nicht hinzugezogen, um ihn da irgendwie zu unterstützen, sondern macht es eigenständig. Und das soll eigentlich auch die Message des Videos sein. Es laufen da draußen viele in Uniform rum, die einen Plan haben, aber auch mindestens genauso viele, die keinen Plan haben. Das wissen wir auch, das brauchen wir auch nicht neu debattieren. Es geht einfach nur darum, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dann muss man dagegen was tun. Das ist im privaten Leben, im Beruf so und auch im Straßenverkehr. Und deswegen geht dagegen an. Ihr habt Rechte, ihr habt auch Pflichten. Von uns werden immer nur die Pflichten abverlangt, aber unsere Rechte, die dürfen wir nicht irgendwie so nach vorne bringen, habe ich oftmals das Gefühl. Und dafür gibt es eben Anwälte, Rechtsschutzversicherungen, pipapo. Und der Chris ist der lebende Beweis dafür, dass ganz viel Scheiße da draußen läuft. Und ich hoffe, dass das natürlich genauso ausgeht, wie er uns das geschildert hat, vom Gefühl, von der Prognose her, dass das eingestellt wird oder dass im Prinzip bist du ja gar nicht der Angeklagte, sondern du bist ja der Kläger. Genau, ich bin der Kläger. Muss man ja dazu noch sagen. Und das ist ja das Geilste, ne? Das heißt nämlich nicht, ich bin in der Beweispflicht. Sondern die. Sondern die sind in der Beweispflicht, weil die müssen jetzt beweisen, dass ich schlecht bin. Und dass bei denen alles sauber läuft. Genau. Das ist jetzt eine Mammutaufgabe. Und das können die gar nicht, weil ich so viele negative Sachen halt vorgebracht habe, wie Rezeption etc., diesen Zusammenhang, Polizei, Prüfer. Ja. Ne? Das sind einfach Sachen, die passen, die können nicht ineinander greifen. Nee. Ja? Das sind 2 runde Zahnräder, das geht nicht. So, und das habe ich denen jetzt alles vorgelegt. Und von daher hoffe ich mal, schon nach Hause? Dass wenn dann das Verfahren eingestellt wird und ich kann noch die 3 Zivilklagen gegen Prüfer und Polizei machen, oder ich werde das Ding gewinnen. Weil eine andere Option gibt es nicht mehr. Also wir werden für euch und natürlich auch aus eigenem Interesse auf jeden Fall am Ball bleiben. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 2 Stunden weiter labern, aber schreibt einfach mal in die Kommentare, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie findet ihr die Story? Wie schmeckt der Burger bei JP? Weil das war ja auch Bestandteil unseres Videos. Haut einfach mal alles rein und wenn ihr eine ähnlich krasse, geile oder abgefuckte Story habt, einfach sich bei mir melden, info@angezweifelt.com und das nächste Video folgt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, teilen, liken, kommentieren. Wir sind raus, bis dann, ciao. Ciao.